Bonjour, soyez les bienvenus dans Xenius. Herzlich willkommen in unserer Sendung heute in der Provence in Vaison-la-Romaine. Hier ist eine der größten archäologischen Ausgrabungsstätten Frankreichs. Ja, und der kleine keltische Ort Vasio hier wurde im 2. Jahrhundert vor Christus von den Römern erobert und wurde dann zu einer richtigen Stadt mit Theatern, Thermen, Aquädukten. Und dass wir heute wissen, wie vor Tausenden von Jahren die Menschen hier gelebt haben, das verdanken wir den Archäologen. Doch das Ausgraben und Auswerten ist nur ein Teil ihrer Aufgaben. Besonders wichtig ist auch das Konservieren der Funde. Wie moderne Technik dabei helfen kann, archäologische Schätze zu bewahren, das ist unser Thema heute. Und welche Herausforderungen sich dabei ergeben können, das sieht man zum Beispiel an einer der bekanntesten Ausgrabungsstätten der Welt. Herculaneum am Golf von Neapel. Die Ruinen der antiken römischen Stadt ziehen jährlich Millionen von Touristen aus aller Welt in ihren Bann. Der Ausbruch des Vesuvs im Jahre 79 nach Christus löschte hier das Leben tausender Menschen schlagartig aus. Die Stadt versank unter glühend heißer Lava und Asche. Der Alltag in der römischen Stadt wurde wie eine Momentaufnahme aus der Vergangenheit festgehalten. Der britische Archäologe Andrew Wallace Hadrill vom Herculaneum Conservation Project arbeitet seit Jahrzehnten am Erhalt der einzigartigen Anlage. Zusammen mit seinem internationalen Team restauriert er Fresken, kittet Bodenpflaster und konserviert Mosaike. So hofft er, den fortschreitenden Verfall aufhalten zu können. Ein Wettlauf gegen die Zeit. In dem Moment, wo man ein Areal ausgräbt und den Elementen aussetzt, beginnt ein unaufhaltsamer Zerstörungsprozess. Wenn man sich nicht um eine permanente Instandhaltung kümmert, wäre es besser gewesen, man hätte niemals ausgegraben. Denn so weiht man das Gelände ein zweites Mal dem Tod. Diese Zerstörung ist endgültiger als die durch den Vulkanausbruch. Wind, Sonne und Regen machen den Bauten seit fast 3 Jahrhunderten zu schaffen. Durch eindringende Feuchtigkeit verschimmeln Wände und Erosion lässt Mauern brüchig werden. Auch moderne Umwelteinflüsse wie Abgase setzen den Ruinen zu. Mehrere Gebäudeteile stürzten bereits ein. Besonders problematisch für die Konservatoren sind auch die vielen Tauben. Ihr Kot ist ätzend und verursacht irreparable Schäden an den farbenprächtigen Wandmalereien. Zur Bekämpfung der Tauben werden mit Erfolg Falken eingesetzt. Die Raubvögel haben deren Anzahl bereits drastisch reduziert. Besser geschützt sind die Kunstschätze, die gleich nach ihrer Entdeckung im 18. Jahrhundert in die Sammlung des Königs von Neapel kamen. Frei von Umwelteinflüssen überdauerten sie nahezu unbeschädigt die Zeit. Heute sind sie im Museum von Neapel und geben einen weltweit einmaligen Einblick in die hohe Kunstfertigkeit und den Reichtum der römischen Stadt. 2 Drittel von Herculaneum liegen noch immer unter der Erde. Wallace Hadrill erforscht auch die Areale, die noch nicht vollständig ausgegraben wurden. Es gibt lediglich Tunnel im Lavagestein, ursprünglich zur Bergung der kostbarsten Objekte. An dieser Stelle begannen die Ausgrabungsarbeiten 1739. Hier sieht man eine Säule, dort noch eine. Entlang der Tunnel finden sich ganze Säulenreihen. Das muss die Basilika sein, ein wichtiges öffentliches Gebäude. In ihr wurden wertvolle Statuen und Inschriften entdeckt. Es wäre sehr spannend, hier noch weiter auszugraben, aber das ist im Moment unmöglich, denn genau über uns befindet sich die moderne Stadt. Ercolano mit seinen knapp 55.000 Einwohnern wurde über den antiken Ruinen errichtet. Die Ausmaße der historischen Stadt konnten zwar rekonstruiert und wichtige Bauten lokalisiert werden. Dieser Teil von Herculaneum verbleibt aber vorerst im Untergrund.
Aus konservatorischer Sicht ein Glücksfall. Es ist gut, noch etwas von dem archäologischen Material für die zukünftigen Generationen übrig zu lassen. Und deswegen müssen wir uns zurückhalten. Die versunkenen Städte sind eine kostbare und endliche Quelle. Wir sollten nicht mehr davon konsumieren, als wir wirklich brauchen. Wir sollten sie vorsichtig nutzen, umsichtig und verantwortungsvoll. Der Erhalt der Funde auf dem Freigelände hat deshalb zurzeit absolute Priorität vor weiteren Grabungen. Und auch hier in Vaison-la-Romaine steht die moderne Stadt über der antiken. Man wird also nicht so richtig alles von der römischen Bauten ausgraben können. Aber für die Geschichte einer Kultur sind nicht nur die konkreten, greifbaren Funde wichtig, sondern auch die schriftlichen Überlieferungen, vor allem wenn die aus der entsprechenden Epoche stammen. Und diese Schriften sind natürlich auf Papyrus oder Pergament überliefert. Und damit gehören sie zu den empfindlichsten Funden der Archäologie. Denn das organische Material, das überdauert nur selten die Jahrhunderte. Somit ist nicht nur das Entziffern der Schriften für die Archäologen eine große Herausforderung, sondern auch das Konservieren. In Herculaneum befand sich eine der größten Bibliotheken des römischen Imperiums. In der Villa dei Papyrii machten die Ausgräber eine spektakuläre Entdeckung. Hunderte Rollen aus Papyrus, beschrieben mit den großen Werken antiker Dichter und Philosophen. Doch viele Aufzeichnungen waren unlesbar. Die heiße Asche des Vesuvs hatte die einzigartigen Schriften nahezu vollständig verkohlt. Bei dem Versuch, einige von ihnen zu entrollen, zerfielen die Papyri sofort. Das auf ihnen festgehaltene Wissen ging für immer verloren. Die heute noch erhaltenen Rollen werden in der Nationalbibliothek von Neapel aufbewahrt. Ein internationales Team von Wissenschaftlern arbeitet mit allergrößter Vorsicht an ihrer Entzifferung. Der Text hat die Konsistenz von verbranntem Laub. Eine Berührung und er zerfällt zu Staub. Wenn ich niese, sind drei Worte von Cicero für immer verloren. Trotz des schlechten Zustands konnten rund zwei Drittel der Schriften entziffert werden. Sie bilden die einzige zusammenhängende Sammlung philosophischer und wissenschaftlicher Texte, die uns heute aus der Antike erhalten ist. Auch in Jerusalem, der Hauptstadt der Weltreligionen, arbeiten Restauratoren am Erhalt eines einzigartigen archäologischen Fundes. Im Israel-Museum lagern die berühmten Schriftrollen von Qumran. Unter ihnen auch die bislang älteste noch erhaltene Abschrift eines Bibeltextes. Das Buch Jesaja stammt aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Beduinen hatten die Rollen aus Pergament und Papyrus Ende der 1940er Jahre in der Nähe des Ortes Qumran am Toten Meer in einer Höhle entdeckt. Die kostbaren Schriftstücke sind extrem berührungs- und lichtempfindlich. Viele sind zum Teil beschädigt. Leider auch durch eine falsche Konservierung. Unser größtes Problem mit den Rollen ist, dass die Wissenschaftler in den frühen 50er Jahren Teile der Rollen mit Klebeband zusammengeheftet haben. Alle Fragmente, von denen sie dachten, sie gehören zusammen, wurden mit Klebeband zusammengefügt und zwischen zwei Glasplatten gepresst. Durch den Druck ist der Klebstoff noch tiefer in das Pergament eingedrungen. Nachdem die Bibeltexte über 2000 Jahre in der Höhle mehr oder weniger gut überstanden haben, arbeiten die Restauratoren unermüdlich gegen den drohenden Verfall. Da es sich um organisches Material handelt, ist das ein endloser Prozess. Denn während wir neue Fragmente bearbeiten, kontrollieren wir ständig, ob die bereits behandelten auch noch in Ordnung sind. Das bedeutet, hier ist noch Arbeit für Generationen. Die Experten vom Israel-Museum nutzen mittlerweile die Möglichkeiten der Digitalisierung. Die Qumran-Rollen wurden elektronisch abgetastet und online zur Verfügung gestellt, um sie für weitere Forschungszwecke nicht unnötig zu strapazieren.
So werden sie hoffentlich möglichst lange für die Nachwelt bewahrt. Für die Entzifferung der Schriftrollen aus Herkulaneum gehen die Papyrologen ebenfalls neue Wege. An der Universität Oxford wird ein Verfahren eingesetzt, das sensationelle Ergebnisse bringt. Die Multispektralanalyse nutzt minimale Unterschiede in der Lichtreflexion von organischem Material und Tinte. So werden selbst völlig verkohlte Buchstaben sichtbar. Nach 2000 Jahren kann ein vermeintlich verlorener Text wieder gelesen werden. Sie sind der Leiter dieser Ausgrabungsstätte. Wir sind hier auf dem antiken Forum. Was ist das denn, ein Forum? Das war das Zentrum des antiken Vaison, ein riesiger architektonischer Komplex, der gleichzeitig eine politische, religiöse, rechtliche und wirtschaftliche Funktion hatte. Es war also wie Kirche, Rathaus und Industrie- und Handelskammer in einem. Also ein sehr wichtiger Ort, oder? Sehr wichtig. Der Platz nahm auch wirklich eine sehr große Fläche innerhalb des Stadtzentrums ein. Es war ein Ort, an dem berühmte Einwohner von Vaison mit Statuen und Stelen geehrt wurden. Was waren Ihre letzten interessanten Funde? Die letzten Funde sind Marmorblöcke, die Teile des Säulenganges des Forums waren. Eines dieser Stücke können wir uns gerne anschauen. Wir folgen Ihnen. Gehen wir. Ah, das ist die Entdeckung des Tages. Ja. Was könnte das sein? Das ist ein Marmordekor eines Gesimses auf dem Forum. Können wir helfen, es weiter auszugraben? Ja, wenn Sie möchten. Ja. Nur zu. Danke. Man hat Angst, etwas kaputt zu machen. Aber ja, große Angst. Das ist aber kein Marmor. Es ist ein Ziegel. Kann ich das kaputt machen? Ja, das werden Sie aber nicht schaffen. Habe ich das kaputt gemacht? Hast du was kaputt gemacht? Was ist das? Ein kleiner Stein. Ist es etwas Wichtiges? Nein. Ist es ein alter Stein? Nein, das ist einfach ein kleines Stück Stein. Also bis jetzt habe ich noch Steine gefunden. Super. Aber wenn es knifflige Funde gibt, dann gibt es eine wichtige Adresse in Mainz, das römisch-germanische Zentralmuseum. Da tüfteln die Spezialisten für Konservierung an bedeutenden Funde aus aller Welt. Kairo im Januar 2015. Die Goldmaske des Tutanchamun sorgt weltweit für Schlagzeilen. Bei Arbeiten im Museum war ihr Bart abgefallen und hastig mit einem ungeeigneten Kleber wieder fixiert worden. Dilettantismus pur. Für die Neurestaurierung wurde ein Experte aus Mainz hinzugezogen. Es ist jetzt eine Kommission gegründet worden, an der auch Herr Eckmann, unser Restaurator, daran teil hat. Und da wird man die ganze Sache sich nochmal in Ruhe anschauen und dann schauen, wie man diese Klebung, die nicht ganz perfekt ausgeführt worden ist, noch einmal löst und dann das Ganze richtig anklebt. Die Experten des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz zählen seit über einem Jahrhundert zu den weltweit führenden Spezialisten für archäologische Konservierung. Professor Markus Eck leitet die Werkstätten, in denen Naturwissenschaftler, Archäologen und Restauratoren daran arbeiten, bedeutende Objekte für die Nachwelt zu erhalten. Wie dieser Fund aus der Bronzezeit von einer Grabung in Tirol. Die Archäologen haben den Fund noch im Erdblock verpackt nach Mainz geschickt. Um sich ein Bild vom Zustand des Innern zu machen, wird die Urne geröntgt. Der Fund stammt aus einem Gräberfeld im österreichischen Wörgl. Er gehört zu einer Reihe von Graburnen, die die Wissenschaftler erforschen und konservieren sollen. Dieser Fund ist ein besonders schönes Ensemble, das wir da sehen. Also man sieht da außen so ein bisschen den Reste der Tonurne. Man sieht auch, wenn man hinschaut, da schon ein Beigefäß, also eine Tonschale. Wahrscheinlich waren da Lebensmittel oder so etwas oder war Getränk mit im Grab.
Und dann liegen eine ganze Reihe von Trachtgegenständen in diesem Grab. Da sieht man noch schön einen Armring, der einigermaßen intakt ist. Der nächste Schritt wird jetzt die Freilegung sein. Ja. Wenn man das freilegt, vollendet man die Ausgrabung, man zerstört damit ja auch den Befund. Deshalb muss man das sehr aufwendig dokumentieren und dann werden die Objekte freigelegt und restauriert. An einem der Grabfunde konnten bereits die obersten Erdschichten entfernt und der obere Rand der Tonurne freigelegt werden. Um den zerbrochenen Fund bei der Freilegung nicht weiter zu zerstören, werden die Scherben erst mit einer chemischen Lösung stabilisiert. Vor jeder Abtragung einer Erdschicht wird der Fundzustand fotografisch dokumentiert. So ist der Fundzusammenhang später exakt zu rekonstruieren. Außerdem hilft es bei der korrekten Zusammensetzung der Urne im Anschluss. Die Scherben einer weiteren Tonurne aus derselben Grabung können nach ihrer Reinigung bereits wieder zusammengefügt werden. Dabei wird, anders als im Fall des schlecht angeklebten Tutanchamun-Bartes, ein Klebstoff verwendet, der das Material nicht angreift. Das war nicht immer Standard. Jedes Fach hat so seine Geschichte, so hat auch diese Restaurierung oder Konservierungsforschung auch ihre eigene Geschichte. Und natürlich hatten die früher ganz andere Mittel nur zur Verfügung. Mit was hat man früher Material? Da gab es ein paar Klebstoffe, war ganz minimal. Es gab fast nichts, was man benutzen konnte. Zum Ergänzen gab es Gips und sonst nichts. Und natürlich hat die Erfindung dieser ganzen Kunststoffe und Kunstharze das Ganze natürlich revolutioniert. Das ist gar keine Frage. Und damit standen da auf einmal Möglichkeiten im Raum, von denen früher nicht einmal geträumt haben. Metalle sind besonders schwierig zu konservieren. Bronze- und Eisenfunde werden durch säurehaltige Böden stark angegriffen und korrodieren. Nach ihrer Freilegung setzt ihnen außerdem Sauerstoff zu und sorgt für den weiteren Zerfall. Mit feinsten Schleifgeräten arbeiten sich die Experten zu der eigentlichen Metallschicht vor. Bei Härtefällen unter Ausschluss von Sauerstoff. Auf diese Weise können auch Funde, die fast vollständig korrodiert sind, freigelegt und eine weitere Zerstörung zunächst aufgehalten werden. Immer wieder kommen Objekte zu uns im Haus, die überarbeitet werden müssen. Also ewig ist halt hier auf dieser Welt schwer darzustellen und deshalb muss man das eben versuchen auszugleichen, indem man die Objekte immer wieder neu betrachtet, beobachtet, was passiert. Also es gibt nicht eine Restaurierung, die immer einmal gemacht ist und dann für ewig. Das gibt's nicht. Das ist unmöglich. Durch ihre Konservierung hofft man, die Tiroler Grabfunde aus der Bronzezeit etwa 50 Jahre vor einem weiteren Zerfall bewahren zu können. Die Urnen werden in Mainz als 3D-Objekte digitalisiert. So können sie auch noch von späteren Generationen erforscht werden, wenn sie längst zerfallen sind. Irgendwelche Fortschritte? Es ist noch nicht ganz freigelegt, aber kann man schon erkennen, was es ist? Das ist ein Gesimselement. Tatsächlich ist die Verzierung auf der Unterseite angebracht. Unten wird es also interessant. Ja, da sieht man die Details. Genau. Hier haben wir das Gesims mit Zierleiste. Dann die Kragsteine mit Akanthusblättern. Alles ist in weißen Marmor gemeißelt. Aber jetzt müssen wir aufhören, bevor wir noch etwas kaputt machen. Wir lassen jetzt die Experten arbeiten. Alles klar. Ja. Monsieur Mignon, hatten Sie schon einmal den Fall, dass ein Objekt besonders schwierig zu konservieren war? Ja, wir hatten gerade in diesem Frühling einen Fall hier in Vaison-la-Romaine. Und zwar von einem Mosaik, das sehr lange offen in einem privaten Keller lag. Durch die Benutzung des Kellers hatten sich Zement und Rost auf dem Mosaik abgelagert, deren Entfernung sich bei der Restaurierung und Konservierung des Mosaiks als sehr schwierig erwies. Es zu reinigen und sichtbar zu machen, nahm mehrere Wochen in Anspruch. Sind Sie als Archäologe dafür verantwortlich, wie die Funde nach dem Abschluss der Grabungen konserviert werden?
Natürlich, das ist eine Frage, die sich jedes Mal stellt. Sie sehen es jetzt nicht, aber auf der Stätte, auf der wir uns gerade befinden, haben wir die Stellen, die wir vor einigen Jahren bereits ausgegraben haben, anschließend wieder zugeschüttet, weil sie unter der Erde geschützt sind. Und diese Ausgrabung hier wird im September wieder zugeschüttet werden, damit sie geschützt ist, solange man, wie in diesem Fall, intensiv überlegt, was daraus wird. Die Stadt, die zuständigen staatlichen Behörden und die Architekten denken zurzeit darüber nach, wie die vorliegenden Funde der Öffentlichkeit angemessen präsentiert werden können. Bis dahin müssen wir sie am Ende jeder Grabung wieder bedecken, weil sie nur in der Erde geschützt sind. Es ist kein Zufall, wenn Überreste sich unter der Erde befinden. Sie sind dort geschützt worden. Heute kennt man die römische Kultur dank der Archäologie schon sehr gut. Ist es wirklich notwendig, noch weiter zu graben? Brauchen wir wirklich noch eine Vase, noch eine Amphore? Also Vasen und Amphoren nicht so. Die Entscheidung, hier zu graben, ist getroffen worden, weil das Forum einer der bedeutendsten Orte der Stadt war. Vaison-la-Romaine ist eine Stadt, die bekannt für ihre luxuriösen Bauten ist. Ausladende Villen mit Wandmalereien, Mosaiken, Objekten und so weiter. Aber was uns in Vaison fehlt, ist das Verständnis des öffentlichen Lebens. Und das Forum repräsentiert genau das. Wir haben hier Inschriften mit den Namen der Senatoren, der reichen Leute, die eine wichtige Rolle im Vaison der römischen Zeit gespielt haben. Was wir durch diese Grabung über Vaison herausfinden, ist das, was noch nicht bekannt war. Es ist also eine sehr wertvolle Ergänzung zum Verständnis von Vaison in der römischen Epoche. Ja, wie Sie sehen, wird hier in schweißtreibender Handarbeit mit Spaten und Kelle ausgegraben. Aber bald ist es vielleicht schon Vergangenheit. In Ostdeutschland zum Beispiel untersucht man gerade eine mittelalterliche Silberstätte unter Anwendung von Techniken, die möglichst schonend sein sollen, was die Ausgrabungsstätte angeht. Über einem Waldgebiet im Erzgebirge an der deutsch-tschechischen Grenze geht ein Oktokopter in die Luft. Die ferngesteuerte Drohne soll den Forschern vom Landesamt für Archäologie Sachsen Material für ihre Forschung liefern. Luftbilder einer ehemaligen Siedlung, in der vor rund 700 Jahren Silber abgebaut wurde. Das ist etwas, wovon Archäologen bereits seit Jahrzehnten geträumt haben. Man sieht einfach seine Grabungsstelle, die gesamte Landschaft. Man kann Video aufnehmen, man kann Bilder schießen und man hat volle Kontrolle über die Kamera. Das ist absolut fantastisch. Das ferngesteuerte Fluggerät mit Kamera erleichtert die Arbeit der Wissenschaftler enorm. Oberirdisch ist von der einstigen Silbersiedlung kaum noch etwas zu erkennen. Die umfassende Freilegung der Anlage wäre kaum möglich. Um aussagekräftige Erkenntnisse über die mittelalterliche Anlage zu bekommen, setzen die Forscher auf Hightech. Sie wollen die Bodenbeschaffenheit des Gebiets zunächst mit einem Laser digital erfassen. Das ist ein terrestrischer Laserscanner. Der misst mittels eines Lasers, der aus diesen beiden Augen kommt, die Entfernung zum Objekt. Der wiederholt das in einer schnellen Rate, also bis zu 11.000 Punkte pro Sekunde. Und dieser Laser wird über die Spiegel ab- und aufgelenkt. Der Kopf dreht sich um 360 Grad und somit bekommen wir dann eine Punktwolke, die bis zu 4 Millionen Punkte enthält. Aus der sogenannten Punktwolke entsteht am Computer ein digitales Abbild der Umgebung. In dem Modell können die Archäologen dann die exakte Bodenstruktur betrachten. Im Idealfall liefert die Animation den Wissenschaftlern wichtige Hinweise für ihre Grabung. Durch die digitale Vorbereitung wird die Zahl unnötiger Grabungen minimiert. Auch eine Grabung zerstört die Befunde. Und deswegen haben wir uns hier in die Pflicht genommen und versuchen das mit Hilfe von verschiedensten nicht-invasiven Methoden. Das heißt also Methoden, die nicht in den Boden eingreifen und keine archäologischen Strukturen zerstört werden. In Kombination mit den Drohnenbildern aus der Luft generiert ein Computer aus den Laserscans ein komplettes Geländerelief in 3D. Die schmalen Linien zeigen, wo die Bergleute ihre Wege anlegten und ihre Karrengespanne zogen. Die breiten, dicken Furchen sind die ausgehöhlten Silberadern.
Die Grabungen auf ein Minimum zu beschränken, soll auch für die Zukunft wichtiges Ziel sein. Wir haben heute gesehen, dass die Archäologen sich mittlerweile viele Gedanken machen, um die Funde zu konservieren. Und wenn man sieht, wie schnell die Technik sich gerade entwickelt, dann haben die Archäologen sicherlich noch viele schöne Entdeckungen vor sich. Ja, und auf diese schönen Entdeckungen freuen wir uns jetzt schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. À la prochaine. Restez curieux.